Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, zu Ihren Plätzen zu kommen, dort, wo auch immer Sie jetzt platziert sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die erste Sitzung nach dem furchtbaren und tödlichen Anschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hanau und nach dem unfassbaren Verbrechen in Volkmarsen. Zwei Attentate, die das ganze Land erschüttert haben. Zwei Attentate, die aber ganz besonders uns hier in Hessen auch zutiefst verunsichert haben, weil sie mitten unter uns geschehen sind. Zwei Attentate mit schrecklichen Folgen. Seitdem hat sich unsere Welt rasant weiterentwickelt. Eine Aufregung hat die andere überlagert. Ja, und wir befinden uns mitten in einer der größten Herausforderungen, die die Bundesrepublik seit ihrem Bestehen zu meistern hat. Gerade deswegen und aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien und Angehörigen braucht es aber in dieser schnelllebigen Zeit Momente, um innezuhalten, um zu verstehen, was da geschehen ist, um zu reflektieren, was jetzt zu tun ist, ja, und auch um zu gedenken. Am Montag, den 24. Februar, verübte ein 29 Jahre alter Mann an einem Tag der Fröhlichkeit, an einem Tag der Ausgelassenheit, an einem Rosenmontag einen Anschlag auf einen Umzug. Perfide, hinterhältig, wahnsinnig. Nach heutiger Kenntnis verletzte er über 150 Menschen körperlich und seelisch, und unter den Opfern sind auch viele Kinder. Heute denken wir exakt einen Monat nach dieser wahnsinnigen Tat an die Opfer, und wir wünschen ihnen, obwohl wir wissen, dass seelische Verletzungen bleiben werden, eine schnelle Genesung. Wenige Tage zuvor, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 20. Februar, hat ein rechtsextremistischer und rassistischer Attentäter 11 Menschen aus dem Leben gerissen, und er hat damit unser Land verändert. Wir trauern um Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kenan Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Und wir gedenken auch der Mutter des Attentäters, getötet vom eigenen Sohn. 10 Menschen, 10 Lebensgeschichten, 10 Freunde, 10 Söhne, Töchter, Bekannte, Nachbarn. Ich will es ganz einfach sagen. Es waren 10 von uns, deren Lebenslicht ganz gezielt und brutal ausgelöscht worden ist. Jeder von ihnen hatte seine eigenen Träume. Jeder von ihnen hatte Hoffnungen auf das Leben. Und jeder von ihnen hat sich Perspektiven für sein Leben ausgemalt und sie aktiv gestaltet. Und jeder von ihnen hat eine eigene Geschichte. Gökhan beispielsweise pflegte seinen Vater, weil der an Krebs erkrankt ist. Jetzt trug der Vater den eigenen Sohn zu Grabe. Mercedes beispielsweise war Mutter. Sie hinterlässt 2 Kinder. Und Hamza war gerade einmal 21 Jahre alt. Seine Familie suchte während des Bosnienkrieges Schutz hier bei uns, hier in Deutschland. Schutz, den unser Land ihm offensichtlich nicht dauerhaft bieten konnte. Ja, wir sind erschüttert. Aber auch das will ich deutlich sagen. In meine Trauer mischt sich auch Bitterkeit und auch Zorn, weil wir sie, die sie eines gemeinsam haben, familiäre Migrationsgeschichte, weil wir sie nicht schützen konnten, weil wir feststellen müssen, dass wir 75 Jahre nach der Shoah ein offensichtliches und bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus haben. Ja, und auch weil diese Tat ja nicht zufällig geschah. Diese Tat ist eben nicht aus heiterem Himmel gekommen. Diese Tat entstammt einer Unkultur des Hasses, einer Unkultur der Verblendung und einer Unkultur des Wahns, eine Unkultur,
deren ideologischen Überbau zahllose Hassprediger per Internet frei Haus liefern und die in der realen Welt längst angekommen ist. Die Wahnvorstellungen des Hanauer Täters waren Produkt eines von Verschwörungstheorien geprägten Weltbildes, und der Weg von dort zu politischen Botschaften, die daraus ein Gebräu von Vorurteilen, Ressentiments und Fanatismus anrühren, dieser Weg ist nicht weit. Das sind Botschaften, die davon handeln, man könne hierzulande seine Meinung nicht mehr sagen. Nur davon, dass man in diesem Land nicht frei seine Meinung sagen könne, kann wahrlich hier nicht die Rede sein. Nicht Begrenzung ist mittlerweile das Hauptproblem des politischen Diskurses, sondern Entgrenzung. Das sind Botschaften, die vom Kontrollverlust, vom angeblichen Kontrollverlust des Staates handeln. Allerdings geißeln ausgerechnet diejenigen, die diesen angeblichen Kontrollverlust des Staates, sie sind diejenigen, die dabei jegliche Selbstkontrolle verlieren und die sich dabei das Netz zunutze machen. Das Netz, in dem man muss es sich ja nur anschauen, man muss es ja nur lesen, kann es kaum ertragen, aber das Netz, in dem manche Foren ja, Hinrichtungsstätten für Andersmeinende gleichen. Den größten Applaus bekommt man dort für das Exzessive, für das Einseitige und für alles, was die eigene vorgefasste Meinung bestätigt. Der Überbietungswettbewerb, wem die übelste Beschimpfung oder die erste Verschwörungstheorie einfällt, folgt nur einer einzigen Regel, immer lauter, immer schriller und im Übrigen auch immer intoleranter. Gerade hier herrscht eine Unkultur der Missachtung anderer Personen und Meinungen, in der nicht nur die Gesetze des Anstands kaum noch etwas gelten. Ja, und auf welchen Boden die Saat in Gestalt dieses Geredes in der ganz realen Welt vom großen Austausch, die Drohung, dass man sie jagen werde und die Beschwörung einer demnächst kommenden Islamisierung des Abendlandes fällt, das kann man in Hanau besehen. Und wir erleben natürlich eine veränderte Art der Auseinandersetzung. Wir erleben diese veränderte Art der Auseinandersetzung auf den Straßen. Wir erleben sie in den Diskussionen und wir erleben sie nicht zuletzt auch in den Parlamenten. Sprache wird rauer. Positionen werden rücksichtsloser und Aussagen werden radikaler. Ja, und dann werden aus Worten Taten. Die kaltblütigen Morde an Walter Lübcke und an 10 Mitbürgern aus Hanau haben uns sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wie aus Hass und Hetze schreckliche Taten werden können. Wir erleben tagtäglich, dass ganz kalkuliert Unsägliches gesagt wird, um Grenzen zu verrücken. Nicht alleine die des Sagbaren, sondern auch die, wie wir ja jetzt feststellen müssen, des später Machbaren. Der Umgang mit Ängsten, die in der Bevölkerung bestehen, und das Schüren von Ressentiments und Hass prägen ein Klima in der Gesellschaft, von dem sich Taten wie in Hanau, aber auch in Halle nicht loslösen lassen. Wer von Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen und der Messereinwanderung redet, der will nicht Ängste nehmen, sondern der will politisches Kapital aus ihnen schlagen. Ja, und mich entsetzt das. Aber es erzürnt mich auch, dass aus dieser verrohten Sprache längst ein wohlkalkuliertes parteipolitisches Geschäftsmodell geworden ist. Ein Geschäftsmodell der Aufwicklung, ein Geschäftsmodell der Untergrabung der liberalen Demokratie und auch der Selbstzerfleischung ihrer Bürgergesellschaft. Seit Hanau kann niemand mehr die Zusammenhänge leugnen. Und seit Hanau kann auch niemand mehr behaupten, er habe nicht gewusst, wie schlimm es schon ist, jetzt exakt ist der Zeitpunkt gekommen, sich zu besinnen.
Jetzt exakt ist auch der Zeitpunkt gekommen, umzukehren. Wer sich jetzt nämlich nicht distanziert, der macht sich mitschuldig. Und wer sich jetzt nicht entschließt, umzukehren, der macht sich zum Komplizen. Meine Damen und Herren, diese Tat hat nämlich eine Vorgeschichte. Auch das dürfen wir nicht ausblenden. Es ist eine Vorgeschichte der Ausgrenzung. Es ist eine Vorgeschichte der Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte. Ja, von Muslimen. Eine Vorgeschichte, die ein Klima des Hasses, der geistigen Brandstiftung und der Stimmungsmache bereitet hat. Ein Klima, in dem Terroristen dann zur Waffe greifen und losziehen. Und der Täter von Hanau, er ging ja nicht wahllos, sondern er ging ganz gezielt gegen Menschen mit Migrationshintergrund vor. Und er suchte auch ganz gezielt die Orte auf, die sie besuchen. Und so sehr die Tat an sich heimtückisch war, so perfide war der Tatort. Eine Shisha-Bar. Shisha-Bars sind für Menschen mit Migrationshintergrund sichere Orte. Man muss sich die Bedeutung von Shisha-Bars für viele Migranten klarmachen, um verstehen zu können, was da geschehen ist. Denn werden sie an den Türen von Clubs und Diskotheken häufig abgewiesen, sind sie eben in Shisha-Bars willkommen. Die wenigsten von uns haben eine Vorstellung davon, was es heißt, ein Bürger mit Migrationshintergrund zu sein. Ich habe auch keine Vorstellung davon. Jeder Bürger mit Migrationsbiografie wird uns allerdings ein Bündel an Geschichten von Alltagsrassismus erzählen können. Er wird uns ein Bündel davon erzählen können, wie das ist mit diesen unterschwelligen Bemerkungen. Und er wird uns auch berichten können von direkten Beleidigungen. Aber er wird uns auch berichten können von offener Gewalt, die er erfährt und erfahren hat. Und ich denke, jeder, der diese Erfahrung nicht teilen kann, ja, ich will sagen, der sie nicht teilen muss, der muss aber wenigstens um sie wissen. Die, die getötet wurden, waren keine Fremden. Und deswegen war das auch keine, wie man anfangs dann glücklicherweise nicht mehr so oft gehört hat, deswegen war das auch keine fremdenfeindliche Tat. Wer sie so bezeichnet, der verharmlost. Und wer sie so bezeichnet, der grenzt weiter und der grenzt wieder aus. Und genau das war ja die Absicht des Täters. Der Anschlag von Hanau war ein Anschlag, der spalten sollte, der ausgrenzen sollte. Es war ein Anschlag, der einem Teil in unserer Gesellschaft ein Gefühl vermitteln sollte, ein schlimmes Gefühl vermitteln sollte, nämlich das Gefühl, vom Staat alleingelassen worden zu sein und das Gefühl davon, dass der Staat einen nicht mehr schützen kann. Aber, und das finde ich, diese Feststellung ist wichtig, es war ein Anschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir dürfen denen, die uns zu spalten versuchen, nicht auf den Leim gehen. Wer Menschen auf ihre Herkunft reduziert, wer Menschen auf ihre Religion reduziert, wer Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert, der tastet im Übrigen etwas an, was Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Grundregel unseres Zusammenlebens hier in diesem demokratischen Deutschland, was Artikel 1 unseres Grundgesetzes schützt, ihre Würde. Ich finde, die entscheidende Trennlinie in unserer Demokratie verläuft eben nicht zwischen Christen, Muslimen, Juden, Deutschen und Zugewanderten. Sie verläuft zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Menschen in Gruppen zu zwingen, das ist die Logik des Hasses. Das ist die Logik des Terrors. Und deswegen noch einmal, gehen wir ihnen nicht auf den Leim. Es gibt keine Bürger erster und zweiter Klasse. Es gibt keine Abstufungen im Deutschsein. Das ist eine der wichtigsten Lehren aus Hanau. Wir müssen aufhören, unsere Gesellschaft in Deutsche und Eingewanderte einzuteilen. Das bildet nämlich die Realität in unserer Gesellschaft schon lange nicht mehr ab. Längst. Längst ist die Realität in unserem Lande vielfältiger. Und ich will sagen, wie gut, dass das so ist. Und deswegen ist jeder von uns gefordert.
wenn es zu diesen Alltagsdiskriminierungen kommt. Und wenn jemand Menschen mit Migrationshintergrund sagt, sie sollten doch nach Hause gehen, dann sei ihm gesagt, sie sind schon dort, denn hier sind sie zu Hause. Mit den Worten fängt das an. Aber mit dem Schweigen nimmt es dann seinen Lauf. Und das Schweigen der vielen darf nicht zur Ermutigung der wenigen werden. Und deswegen gilt, das, was wir brauchen, das ist eine Kultur des klaren und des lauten Widerspruchs. Denn nur so können wir die Krankheit des Rassismus bekämpfen. Unser Land ist ein weltoffenes und es ist ein tolerantes Land. Ich möchte sogar sagen, dass es das beste Deutschland ist, das es je gab. Aber wir müssen natürlich auch feststellen, und zwar mit großer Beunruhigung, mit großem Unbehagen, die Tat von Hanau war die dritte unzweifelhaft rassistisch motivierte und islamfeindliche Gewalttat innerhalb von 10 Monaten. Ja, und es führt eine Spur zurück, über den Amoklauf von München bis zur Enttarnung des NSU. Und dass darüber hinaus in den Wochen zuvor 12 mutmaßliche Rechtsextremisten verhaftet wurden, die Planungen für bürgerkriegsähnliche Zustände hatten und Wohnungen mit großen Mengen von Sprengstoff, Handgranaten und auch automatischen Waffen ausgehoben worden sind, das vervollständigt das Bild. Hanau ist eine Eskalation rassistisch, antisemitisch und rechtsextremistisch motivierter Anschläge in Deutschland in jüngster Zeit. Und das zeigt uns auch, die Gefahr kommt von rechts. Das ist die eigentliche Dimension von Hanau. Und auch das gehört zur Wahrheit, die spätestens nach dem Mord an Walter Lübcke, nach dem Anschlag von Halle, nach der Verhaftung der gerade geschilderten Zelle und nach Hanau die Gedanken leiten muss, um zu verstehen, was in Deutschland vor sich geht und im Übrigen, was jetzt zu tun ist. Die letzten Tage und Wochen waren, ja, man muss das wirklich so sagen, sie waren voll von Herausforderungen, die sich uns stellen. Teilweise gleichzeitig, teilweise sich überlagernd und oftmals auch sich überholend. Die Größe und die Beispiellosigkeit dieser Herausforderungen unterstreicht aber ganz besonders unsere Verantwortung als gewählte Repräsentanten, als Abgeordnete, als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Denn unser Umgang mit ihnen, wie wir darüber politisch diskutieren, auf welche Art und Weise wir sie bewältigen, das entscheidet natürlich mit darüber, wie man rassistischen Taten wie in Hanau vorbeugen kann. Der Raum, den Hass und Gewalt bereits unter uns ergriffen hat, der Raum muss aktiv und er muss auch entschlossen zurückerobert und er muss auch entschlossen wieder besetzt worden werden. Und deswegen sollten wir mit mehr Leidenschaft Anwalt und auch Multiplikator dieser, ich betone das, dieser Demokratie sein, in der wir leben. Wir müssen unseren Rechtsstaat stärken. Wir müssen, auch das gehört dazu, das Internet regulieren. Aber wir müssen vor allem eines, wir müssen die Zivilisiertheit des Umganges miteinander wiederherstellen. Und auch das ist meines Erachtens wichtig. Wir müssen die politische Debatte in der Sache deutlicher und klarer führen. Meine Damen und Herren, das ist die Mahnung von Hanau, und das ist es, was wir den Ermordeten von Hanau schuldig sind. Ihnen zu Ehren und im stillen Gedenken an all jene, die mit dem Attentat in Hanau und dem Anschlag in Volkmarsen bleibende Verletzungen an Körper und Seele erfahren haben, bitte ich Sie, sich zu einer Schweigeminute von Ihren Plätzen zu erheben. Danke Ihnen.